Ciao, Ötzer. Ja, so, also ich habe das letzte Selbstgespräch von dir gehört, ja. Und ich habe immer noch diese Wörter im Kopf, ja, Schonfrist und ich habe nicht mehr lange Zeit, ja. Und plötzlich ging in mir etwas ab, ja. Also, es war wie ein Feuerwerk, ja. Was? Nicht mehr viel Zeit. Muss ich jetzt 1000 Jahre nochmal hier verweilen? Und da konnte ich wirklich beobachten, puh. Der Ron, der kriegt Panik, ja, also der kriegt richtig Panik. Und ich dachte, es gibt doch keinen Grund, Panik zu kriegen, ja, weil ist doch alles okay. Ich schaue raus, die Sonne scheint hier in Georgien, ich habe meinen Frieden und ich bin in der Mitte. Aber der Ron kriegt Panik. Es hat etwas in mir bewegt, ja. Und ja, jetzt muss ich dich dort anrufen und dir das erzählen, dass, ja, da Das ging ist jetzt richtig was genau ab. dieses Prinzip, das ich immer wieder erkläre, in einer ganz kurzen Form. Ein Satz, wenn wir jetzt hier und jetzt uns zurückscrollen in diese ganzen Selbstgespräche. Seit einem Vierteljahrhundert sage ich, jeder Beobachter, der etwas beobachtet und mit dem, was er beobachtet, nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch und du wirst mindestens, da gehe ich sehr genau darauf ein, du wirst mindestens jetzt chronologisch, bewusst chronologisch gedacht, 20 bis 25 Jahre brauchen, bis du das verstehst, was ich damit meine. Und jetzt ist es immer klar, ein ausgedachter Beobachter ist kein Beobachter. Es ist ein Gedanke. Und das ist genau das Prinzip, wo ich sage, wenn jetzt dieses Selbstgespräch Panik in dir auslöst, ist es eine Reaktion, wieder eine zwanghafte Mechanismus deines Mechani, deines Gehirn-Ichs. Und jetzt ist es das Schöne, und ich schilde jetzt einmal zwei kleine Funktionen. Wir denken uns jetzt, ich sage einfach den Brüssel-Uder aus, ich setze mich jetzt wieder als Affe, so wie jeder Mensch, den ich mir ausdenke, ein Affe ist, mit diesem Mechanismus in sich, mit einer komplett eigenständigen Traumwelt. Das macht ja meine Welt aus. So wie jetzt, wenn ich jetzt der Ron bin, habe ich die Ron-Welt. Dann ich kann als Geist wertfrei beobachten, mit welchen Reizauslösern ich konfrontiert werde. Und ich mache jetzt eine ganz einfache Erklärung, wie du die Kamera Obscura verstehen kannst. Das Erste ist, ich beobachte den Udo, wie in der Küche kocht. Und dann fällt ihm was runter. Und dann sagt der Udo, Scheiße, den ich beobachte. Und im selben Moment, immer jetzt, im selben Moment lächle ich als bewusster, jetzt ausgedachter, bewusster Beobachter. Dann habe ich das negative Reaktion und die positive Reaktion. Ein unbewusstes Wesen und ein bewusster Beobachter, der aber noch ausgedacht ist. Und die zwei, dieses Plus-Minus, ist der Geist, in dem sich das abspielt. Das ist genau diese Struktur, wo ich sage, es spielt sich alles im absoluten Mittelpunkt ab. Und das ist wie dir positiv und dir negativ. Du schaust immer bloß eine Seite an. Ich könnte jetzt sagen, wenn ich jetzt den Udo beobachte, wenn er Bildzeitung liest, dann kann ich mich köstlich darüber aufregen. Das ist wie ein Schauspieler, der spielt, dass er sich über was aufregt. Und im selben Moment, wenn ich das beobachte, freue ich mich, weil ich die Rolle so gut spiele. Und dieses Plus-Minus gleichzeitig, das ist das Absolute. Das ist der bewusste Geist, das ist jetzt der, der es erlebt, der Beobachter. Und das ist mit dem Widerspruch, muss man zurechtkommen. Das ist der Beobachter, der letztendlich alles in sich erlebt, ohne dass er in irgendeiner Form darauf reagiert. Ein ausgedachter Beobachter, der noch reagiert, ist noch dieser Absolute. Das ist nicht der träumende Geist. Der träumende Geist ist das Kino selbst. Was ich hier noch kurz anfüge, dass dir klar sein muss, der Einzige, der in der Lage ist, seine eigenen Gedanken, seine Informationen zu verändern, ist der Geist, der träumt. Jetzt, wenn ich weiß, wir setzen den träumenden Geist für einen Computer, der nur das erlebt, was sich in ihm selbst abspielt. Es macht keinen Sinn, wenn du die Sachen auf dem Bildschirm verändern willst. Wenn du die verändern willst, musst du das Programm verändern, aus dem diese Bilder entspringen. Aber dieses Programm, wenn ich jetzt das Videospielmetapher nochmal nehmen kann, der Computer selber, den wir uns jetzt ausdenken als ein Mechanismus, das ist ja ein ausgedachtes Konstruktsystem, kann das nicht verändern. Auch der normale Spieler mit dem Joystick in der Hand kann das Programm vom Videospiel nicht verändern. Du musst wirklich in einen komplett anderen Bereich gehen und das ist jetzt genau das, was ich dir öffne. In Bezug auf die Rolle, die du spielst, betone ich immer und immer wieder, du spielst deine Rolle ganz normal weiter. Das Einzige, was ich dir anrate, plane nicht zu viel in die Zukunft.
sondern mach dir Gedanken im Jetzt, was jetzt da ist. Konzentriere dich auf das, was jetzt da ist und beobachte, wie sich das ständig verändert und wie du maßgeblich dafür verantwortlich bist, aufgrund deiner Interessen und deiner Reaktionen. In dem Moment, wo du auf etwas nicht mehr reagierst, wird es auch nicht mehr auftauchen. Aber ich sage jetzt nochmal, du bist ein träumender Geist, ich spiele dir das ganz massiv ein, zum Beispiel Corona oder Impfen oder Nicht-Impfen und du hängst in einer kybernetischen Schleife, du wiederholst immer wieder, du kommst nicht auf die höhere Ebene. Meine kybernetische Schleife in einer einfachen Form ist immer die Sache hier, der Regler, der Heizkörper und die Raumluft. Dann ist der springende Punkt, dass wir feststellen, diese drei Sachen ist eine kybernetische Schleife. Wer stellt jetzt die Temperatur ein? Und das ist dann schon wieder eine Ebene höher, das muss dann schon einer sein, die außerhalb aus dieser Kollektion draußen ist. Ich könnte jetzt zum Beispiel, jetzt müssen wir unsere Wohnung machen, ich stelle im Badezimmer eine andere Temperatur ein, wie im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer. Du merkst, das sind immer diese Beispiele, verschmilzen in eine vollkommen neue Einheit. Aber du zerbrickst dir viel zu sehr den Kopf über Bibifax, Hirnwichsereien. Lass doch einfach los. Loslassen heißt es nicht, dass du was loshaben sollst, haben wollen sollst, sondern du lässt es einfach fließen und du schaust. Die Kunst ist es, der zu werden, der komplett wertfrei schaut und aufgehört hat, seine eigenen Interpretationen zu werden und beobachte dieses Ding mit dem, in dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. Das ist das dann mal der Affe selber und dann natürlich im Hintergrund dein zwanghaftes Interpretationssystem. Das ist das, was ich Mensch nenne. Das ist ein Konstrukt, Werte und Interpretationssystem. Du kannst beobachten, was du aus Worten machst. Du kannst beobachten, wie du auf Informationen reagierst und schon die Reaktion formt die Gnade deine eigene Information um. Und der das sich nur anschaut, das ist die wirkliche Erleuchtung, das ist der Erwachte. Und der bist du immer, du hast es nur vergessen, weil du noch in der absoluten Verwechslung bist mit einem Gedanken von dir. Das war's eigentlich. Und das sind jetzt die ersten Ansätze vom Erwachen. Und wenn du jetzt beobachtest, dass solche Aussagen wie du hast nicht mehr lange Zeit, ich sage immer, ich warne dich. Ich sage, in der Zukunft wird nichts passieren. Du musst sehr aufmerksam zuhören. Ich drohe doch keinen, ich bin Liebe, ich bin reine Liebe. Aber bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und die Gewalt besteht darin, dass ich einfach deinem Spiel etwas Zunder gebe. Ich drehe die Spannung an dem Weidezaun auf. Das ist die jetzige Situation. Du musst dir nicht den Kopf zerbrechen. Du musst auch keine Entscheidungen treffen als dieser Beobachter. Die Figuren in deinem Traum treffen Entscheidungen. Nämlich die Entscheidungen, die du träumst. Und du sollst dir das einfach anschauen, was du träumst und wie die Figuren Entscheidungen treffen, die anderen und du selbst. Aber du kannst es immer nur beobachten, wenn es hier und jetzt in dir eine Information ist und die formt sich ständig um. Und das ist das große Heureka, wenn du das verstanden hast, bist du, wie ich immer sage, mit einem Bein draußen. Dann läuft der Film noch ganz normal weiter. Aber du hast vollkommen neue Türen von Möglichkeiten geöffnet, die ich dann auch dir zeigen werde. Das ist wie in einem Videospiel, wo plötzlich eine Aufgabe gelöst ist. Und dann schaltet sich ein neuer Bereich in dem Videospiel mit neuen Aufgaben ein. Das Spiel geht ewig weiter. Das ist ohne Anfang und Ende. Das ist das geistige Wachstum. So, jetzt lassen wir es gut sein. Spiel noch eine Runde Ron, wenn du das Ron-Programm laufen hast. Ciao.